Herzlich willkommen zurück zum PC Building Simulator. Wir haben gestern einmal das automatische Verkabelungswerkzeug gekauft und den aktuellen Auftrag von elangweilig@erebefahrzeug.biz angenommen. Somit auf zur Arbeit. Na, ja, erstmal hier. So, her damit. Wir müssen unsere Pakete auspacken. Ich verstehe auch mal, wir haben immer drei Pakete und da ist ein RAM drin. So ein Suchspiel. So, einmal die Seitenwand öffnen. Es ist tatsächlich so, glaube ich, so, bisher der leistungsstärkste PC hier auf dem Tisch. Grafikkarte schön von MSI, eine Green Edition. Ist schon geil. Eine 69. Ja, okay. Egal. So, einmal Speicherclips öffnen. Den reinklatschen. Ah, boah, es verkabelt sich automatisch. Ist das nicht schön? Dann die Seitenwand gleich wieder drauf. PC mit Betriebssystem, wir haben 8 GB. Schön Hintergrund. Und rüber damit. So, wir haben auch schon wieder neue Mails. Gut, erledigt. Kassieren. Löschen. Nee, wirklich. Hallo, ich habe von Ihnen, dem Fragezeichen, vor 6 Monaten einen PC gekauft und überhitzt. Wann immer ich irgendetwas damit unternehme. Ich habe einen Blick auf die Unterseite des Prozessor-Kühlelements geworfen und festgestellt, da ist gar keine Wärmeleitpaste aufgebracht. Was für eine Art Mickey-Maus-Unternehmen. Führen Sie da eigentlich? Ich verlange, dass Sie das kostenlos reparieren und diesmal den PC auch testen, bevor Sie ihn wieder zurückgeben. Mit Grüßen, Dr. Waterman. Ja, Mickey-Maus-Unternehmen. Geil. Hauptplatine ersetzen. Ich hoffe, Sie können helfen. Mein Computer hat neulich den Geist aufgegeben, jetzt wird er gar nicht mehr hoch. Ich weiß, dass es ein Skylake-Sockel sein muss. Okay, hier schauen wir mal hin. Ein H170, ja, ist Skylake. Was war's für eins? Ein H170 M-Tech. Hauptplatine. Ja, gut, ja, nicht viel anderes. Machen wir Gewinn? Ja. Upgrade funktioniert nicht. Ich habe kurz den Upgrade von meinem PC vorgenommen, aber jetzt funktioniert es nicht richtig. Der Computer fährt zwar normal hoch, aber wenn ich versuche, ein Benchmark-Programm laufen zu lassen oder ein Spiel zu spielen, stürzt er ab. Meine PSU habe ich nicht ersetzt. Könnte es sein, dass die neuen Bauteile zu Strom ziehen? Machine Power King 600. Der hat nicht. Ein 250 Watt ist dann 6700K und. Nochmal hier. Ja, definitiv ein 600er. Machine Power King 600. Annehmen. Ah, den sollten wir auch noch annehmen. Wir können seine PC-Reinigung bis morgen. Natürlich. Dann bis morgen. Ah, scheiße, halt. Ah, Bestellung nicht abgeschickt. Ankauf anzeigen. Jetzt kaufen. Jetzt können wir gehen. Tag, Ben. Oh, wir müssen Betriebskosten zahlen. Zur Arbeit. Okay. Gut, dass wir jetzt so viele PCs haben. Halt. Unser Zeug erstmal auspacken. Staubreinigung. Als allererstes. Pressluft. Sauber. Will ich vielleicht nochmal nachgucken, was zahlt der Typ hierfür? Das muss man sich überlegen. So eine Flasche Dosenluft kostet 5 Euro? Wenn überhaupt? Und bringst du dann für 10 PC schon? Okay, Nummer 1 ist fertig. Ich will kurz gucken, was der zahlt dafür. Reinigung. Glaube ich nicht. Der zahlt $105.
Dafür, dass ich den PC sauber mache. Ah, hier sind sie garantiefrei. Onkel Tims Garantiefall. Jo, da fehlt ein bisschen was. Blob. Halt, das ist ein bisschen. Hier, kann ich den bitte auch noch anschließen? So, machen wir mal an. Seitenband wieder drauf. Arzt. Wunderschön. Ah, halt! Uah, scheiße! Ich soll noch einen 3D-Mark ausführen. Okay. Ich fühle halt auch noch einen 3D-Mark aus. Den müssen wir jetzt mal installieren. Ja, mal starten. Fünf Bilder pro Sekunde. Boah. Ist das eine Grafikkarte? Ich hab eine Grafikkarte. Boah. Wunderschön. Wobei halt, dass da normal so eine zig Minute ist. Das war ein Pentium, ne? Okay, das will ich mir nicht angucken. Ich kassiere schon mal den anderen ab. Ja. Kann man das verwerfen? Mein PC braucht ein Upgrade auf 60 GB RAM aufrüsten. Was haben wir denn drin? Ach, 2133 Cheesecake Fortress. Cheesecake Fortress 2666? Oder was war? 2133. Also, der hier. Stellen wir gleich. Den nehmen wir mal an. Ah. Warte, ist fertig? Oh je, yeah, der macht aber noch. Boah, 18 Frames. Das kann man sich nicht angucken. Das war Hauptplatine und das war Schimpfami. Dann können wir mal im Level 3. Okay. Er ist fertig und hat bestanden. Wundervoll. Dann den. Und ob wir diesen PC reparieren können, sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut.